Stadionfest 2011, ist es genauso gut wie 2010? Oh ja, ich denke schon, also sind, boah, ich hab weniger Leute erwartet, aber doch, ich denke, dass es gut besucht wird. Ah, was erwartest du von den Neuzugängen? Ich erwarte eigentlich nur so, dass sie genauso gut sind wie die Alten, weil ich war mit der Leistung der letzten Saison war ich eigentlich zufrieden. Ja, also ich denke, dass die vielversprechend sind. Wie viele Bälle sind denn heute schon reingegangen? Heute? Oh, ich glaube ein paar, also sicher schon 20. Von wie vielen Schiffen? 200? 300? Also sagen wir 10% Erfolgschance. Ja, also sie haben, wir machen ja 3 Schuss und wenn dann so von 10 Leuten trifft einer. Amazes me the shit they send me. Das war die letzte Chance des Vorstandsvorsitzenden Stefan Kunz beim Spiel der 1991er Meistermannschaft gegen eine RPR 1 Hörerauswahl. Das Spiel endete mit 6:1, aber wir gehen jetzt direkt in die Highlights, das Freundschaftsspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den AS Nancy. Es ist der letzte Test, kurz bevor es losgeht für die Roten Teufel im DFB-Pokal beim BFC Dynamo Berlin. Die Mannschaft wird angeführt von Kapitän Matthias Abel, gefolgt von Kevin Trapp, Florian Dick, Martin Amedick, Dorsch Kuhemaha, Pierre de Witt, Leon Jessen, Christian Tiffert, Itai Schächter, Olcha Sahan und Ivo Iličević. Zu Beginn waren die Pfälzer etwas verhalten, der AS Nancy kam besser ins Spiel und das zeigte sich anhand der ersten beiden Chancen. Schönes Solo, doch kein Problem für unseren Torwart Kevin Trapp. Die ersten Minuten gehörten ganz klar AS Nancy, der 1. FC Kaiserslautern zu verhalten, doch das sollte sich in der Folge relativ schnell auch wieder ändern. Trainer Marco Kurz forderte von seiner Mannschaft eine engagiertere Leistung und die sollte er in der Folge auch erhalten. Hier ist es Kuhemaha mit der ersten Chance für die Pfälzer.